Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. The White Chamber ist ja soweit abgeschlossen. Die alternativen Enden werden nachgeliefert. Und wir fangen mit einem neuen Spiel an. Diesmal die McCarthy-Chroniken, Episode 1. Das ist auch ein Independent-Game. Geht diesmal mehr in Richtung Film Noir. Ist nichtsdestotrotz auch blutig. Wir wollen uns ja treu bleiben. Das Spiel ist auf Englisch. Ist vertont. Das heißt, die Dialoge werde ich nicht übersetzen. Wir werden erstmal sehen, wie das läuft. Gebt mir da mal ein paar Kommentare, gebt mir da Feedback, ob das in Ordnung so ist. Ansonsten müssen wir uns was einfallen lassen. Und ich würde sagen, wir starten ganz einfach mal ein neues Spiel. As I hung by my neck, gently swinging side to side in the darkened room, I couldn't help but feel that my life had been something of a farce up to this point. An endless parade of nonsensical events marching past me, taunting me to just give a damn. When you're strung up by a man you shot between the eyes with a .38 revolver not 5 minutes earlier, you begin to wonder if there really is any reality to accompany the poetry. As my vision began to fade and euphoria washed over my body from lack of oxygen to my brain, all I could think about was how I got here, and not how I could get out. When you start your day still in your clothes from the night before, being jerked awake by a blend of nightmares and the phone ringing on your desk, things are never immediately clear. The line between the dream and the cold light of day is blurred somewhat by the incessance of the telephone. McCarthy. I hadn't had a case in weeks. The headlines after my previous job sorted out. Where are you? The young woman on the end of the line sounded breathy and seductive. And just a little terrified. I'll be 20 minutes. She'd asked to meet me in a small church across town. I knew the place. It'd been abandoned for quite a while. The gang activity in the area was maybe too much for the preacher. I guess even God can be convinced with a kind word and a bloodstained baseball bat. I arrived with all the bravado of a comic book hero, and none of the talent. Christ. She was dead when I got there. Crimson fluid snaked around the altar to which she was tied, glimmering in the moonlight. Still warm. No wonder she was terrified. Shit! I couldn't be found in a church with a still warm corpse. I had to get out of there. Ja, und da sind wir nun in der Kirche mit unserem vermeintlich ersten Fall seit Wochen. Wir spielen den McCarthy, Privatdetektiv, und unsere vermeintliche Klientin hängt dort oben blutverschmiert. Die ganze Kirche ist verschmiert mit Blut, Blutlachen am Boden, irgendwelche komischen Symbole. Ja, und vor der Tür stehen die Cops und wir müssen hier raus, möglichst unerkannt, denn das kommt nicht so gut, wenn die uns hier mit dem Mädel in der Kirche finden. Ja, ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal an. Streichhölzer. An old matchbook. How beautifully cliché. An old matchbook.
How beautifully cliché. It's from the Grosvenor Hotel. Sounds like a good next stop. Ja, da fahren wir dann auch gleich hin, aber erstmal müssen wir versuchen, hier rauszukommen. It's still wet. The moonlight sparkled on the recently spilled blood like tiny crimson dancers. Tja. I'd rather not. Lieber nicht anfassen, oder? Zerbrochenes Fenster, okay. Seems like a good way out. Can't reach it though. Kommen wir nicht raus. Bisschen zu hoch gelegen. Das heißt, wir brauchen eine Hilfe. Ist noch was? Kratzer. Someone scratched something into here. Valui et Satanum invocandum. I succeeded in summoning Satan. Hobby-Satanisten oder mehr? Feels like it was scratched in with a knife. Or claws. Messer wäre mir irgendwie lieber. Also wenn das mit Krallen eingeritzt worden wäre, dann ist das, glaube ich, ein bisschen unangenehmer. Später. Ja, totes Mädchen. Schauen wir mal an. She looks young. 17 maybe. It smells like gasoline. I hope they weren't planning what I think they were. Ja, riecht also auch noch nach Benzin. Das heißt, die wollten ja auch noch abfackeln, nachdem sie sie aufgeknüpft und aufgeschnitten hatten. Also runterholen. She's dead. There's nothing I can do. Nee. Blutiges Symbol. I haven't seen anything like this before. Let's hope I don't ever again. Die Hoffnung, ich glaube, das wird eine Hoffnung bleiben. Also ich habe so den Verdacht. Can't reach it. Tja. Oh. Okay, ein Seil. It doesn't look like it's supporting her in any way. Maybe they used it just to get her up there. Können wir das nehmen? Können wir das uns durchs Fenster abseilen? Blood is stickier than you might think. Ja. Okay, wir haben das Seil. Dann würde ich sagen, verpissen wir uns, weil hier vorne lang geht ja wahrscheinlich nicht. Na. I can't leave that way. The cops will see me. Ja. Das heißt, mit dem blutverschmierten Seil durch das Fenster. I need to take a look at this hotel. The Grosvenor Hotel hadn't been accepting guests for years. It was part of a huge estate just outside the city. It used to be a manor house before it was a hotel. I guess the uptake of a big house like that isn't cheap. I pulled up the driveway to be greeted by nothing more than a sense of foreboding, a smell of damp in the air. Na, die Kiste ist ja auch nicht mal schlecht, ne? So richtig schön Retro-Style. Aber das spielt ja auch eher so in den 20er, 30er Jahren. My car. It's not much, but it works. Ja, heutzutage wäre eine richtig gut erhaltene Kiste so in der Form ein bisschen mehr Kohle wert, ne? I need to concentrate on other things. Ja, ja. Straße. A dirt track, which leads to infinitely more dirt tracks. It's too far to walk anywhere from here. Faules Stück. Pissen tut's auch noch, kommt hier wieder alles zusammen. Alles kommt hier zusammen. A disheveled gravel driveway. Kann ein paar Steinchen aufheben. Never know when you might need some worthless stone chippings. Okay, wir heben Steinchen auf. A
miscellaneous bush. Ist aber auch ein relativ großes Haus hier. Truth be told, I'm not much of a gardener. Overgrown. No one's tended this garden for years. Bisschen runtergekommen, also auch noch. Können wir vielleicht hochklettern? It's too fragile to climb. Ah. Okay, dann nehmen wir halt die Haupttür. Looks pretty sturdy, despite its age. Aufmachen. Locked. And I don't think I'll be breaking down this solid oak door. Mann! Nehmen wir halt die Klingel. Und die funktioniert natürlich nicht. Super! Windows. Too dirty to see inside. Fuck. Okay. Marschieren wir halt ein bisschen am Haus lang. Mal schauen, ob wir was finden. Okay. Ist ein Fenster beleuchtet? Locked. Locked. Mal schauen, vielleicht können wir. I can see the light of a candle, but not much else. I think someone's up there. Ah. Hallo, schöne Dame. I don't think anyone would be able to hear me. Fuck. Okay. Laut genug schreien kann er wohl auch nicht, also nehmen wir. Ach ja. So schön klischeehaft. Wir schmeißen jetzt ein paar Steinchen an das Fenster der schönen Dame. Worth a try. Hello? Even in the dank midnight air, her voice carried on the wind like butterflies. Good evening. I'd like to speak to the head of the house. Thank you, miss. My heart pounded as her voice ricocheted around inside my head. Hat sich da jemand verknallt? Oh. Die Frage ist, wird das Mädel lang genug am Leben bleiben, dass sich da noch irgendwas draus entwickeln kann? Aber wir gehen mal zur Haupttür. Ist doch so in diesen Film-Noir-Stories. Da stirbt doch eher die Dame, als dass da irgendwas draus wird, ne? Hm. Armes Schwein. Und ich würde mal sagen, die Zeit ist auch schon wieder fast um. Wir sind schon wieder ziemlich nah bei den 15 Minuten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und wir werden mal schauen, was wir hier in diesem komischen Hotel so an Spuren finden. Bis dann. Ciao.